Es ist sein letzter Auslandsbesuch als UNO-Generalsekretär. Am 31. Dezember räumt Ban Ki-moon nach 10 Jahren Amtszeit den Stuhl. Für Krone TV zieht der scheidende Secretary General Bilanz und gibt sich kritisch. I'm shocked by the lack of empathy. Ich bin schockiert vom fehlenden Mitgefühl so mancher Staats- und Regierungschefs gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ich habe immer wieder darauf gedrängt, dass sie den Menschen sorgfältig zuhören sollen. Welche Herausforderungen haben sie? Welche Erwartungen haben sie? Doch viele wollten nicht hinhören und haben sich jahrelang taub gestellt. Eine seiner größten Errungenschaften ist das Klimaschutzabkommen von Paris. Ein Erfolg, den der künftige US-Präsident Donald Trump zunichte machen könnte. Ban Ki-moon bleibt aber ruhig. Ein paar Tage nach seiner Wahl hatte ich ein Telefonat mit Donald Trump, bei dem wir über verschiedene Themen gesprochen haben. Ich bin mir sicher, dass er sich über die Bedeutung der USA als Weltmacht im Klaren ist. Sie sind die größte Wirtschaftsmacht und spielen politisch eine sehr wichtige Rolle. Daher bin ich mir sicher, dass er mit einem Verantwortungsgefühl für die gesamte Welt handeln wird. Die aktuell größte Herausforderung der Vereinten Nationen ist und bleibt der Syrienkrieg. Eine schwierige Lektion lautet, dass es für Syrien keine militärische Lösung gibt. Es gibt keine Alternative zu diplomatischen Friedensgesprächen, um all die offenen Fragen zu klären. Eine weitere Lektion lautet, wir brauchen Solidarität. Wir brauchen Mitgefühl für die Betroffenen. Und mit Solidarität und Mitgefühl sei auch Europa gemeint. Mauern aufzuziehen, anstatt Brücken zu schlagen, das ist keine Lösung. Flüchtlinge sind genauso Menschen und sie brauchen dringend Schutz und Unterstützung. Wenn sie in ein anderes Land kommen, sollten sie zunächst einmal freundlich und großzügig unterstützt werden, damit sie hier ein neues Leben aufbauen können und damit sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Natürlich können reiche Länder oder die Europäische Union nicht alle Flüchtlinge aufnehmen. Kein einziges Land kann alle Flüchtlinge aufnehmen. Gerade deswegen brauchen wir diese weltweite Solidarität. Ban Ki-moons Amtszeit ist in etwa 3 Wochen abgelaufen. Viele Südkoreaner wünschen ihn sich jetzt schon als neuen Präsidenten. Wenn ich meine Aufgaben als UNO-Generalsekretär im Jänner nächsten Jahres erledigt habe, werde ich mit einigen Politikern und meiner Familie besprechen, ob und wie ich zu Frieden, Wohlstand und Versöhnung der Koreaner beitragen kann. Vielleicht gibt es also schon bald ein politisches Comeback für den 72-jährigen Vollblutdiplomaten. Bis dahin heißt es, time to say goodbye.